In mehreren Teilen der Welt begehren Menschen auf, weil sie so nicht mehr leben wollen, weil sie demokratische Mitsprache wollen. In Deutschland haben wir zum Glück ein relativ hohes Maß an Meinungsfreiheit und eine funktionierende Demokratie. Wobei, na gut, funktionieren tut die Demokratie leider auch nicht immer und nicht überall. Sie ahnen, wovon ich spreche, natürlich von Berlin. Das Landesverfassungsgericht Berlin hat nun entschieden, dass die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss. Was der klügste Kopf der Stadt folgendermaßen kommentiert. Ja, was war da passiert? Vor einem Jahr. Berlin hat versucht, eine Wahl auszurichten. Das kann eigentlich jeder Skatclub. Dazu braucht man Organisationstalent, Professionalität und ein wenig Fleiß. Und genau das ist das Problem. Man hat die Wahlen im vergangenen Jahr gleichzeitig mit einem Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungsbaukonzernen und dem Berlin-Marathon zusammengelegt. Und Bundestagswahl war auch an dem Tag. Eine super Idee, die komplett in die Hose ging. Es gab zu wenig Wahlurnen und nach Schließung der Wahllokale standen da immer noch massenhaft Wählerinnen und Wähler in der Schlange und kannten bereits die Ergebnisse. Es war ein Desaster. Wahlzettel fehlten auch. Da gab es dann hektische Kopieraktionen auch. Dann diese Stimmen wurden aber gezählt, also kopierte Wahlzettel. Die wurden dann aber gezählt. Eigentlich hätten sie für ungültig erklärt werden sollen. Die haben die kopiert. Aber gehst du mal schnell Stimmzettel kopieren? Ja, kein Problem. Ja, ja, ist ja um die Ecke, ist ja ein Copyshop. Ich kopiere mal eben. Haben sie kopiert. Manche Leute hatten Stimmzettel. Da war auf der Rückseite noch die Doktorarbeit von Franziska Giffey. Ja. Einziges Chaos. Ein totales Chaos, auch wenn die damalige stellvertretende Wahlleiterin das alles so schlimm nicht fand. Man hätte wählen können, wenn man gewartet hätte. So. Man kann sich dafür nur entschuldigen, ne, dass so lange Wartezeiten da waren. Aber der Punkt bleibt, es ist keinem, also bis auf die Personen, die keinen Stimmzettel kriegen konnten, keinem das Wahlrecht genommen worden in diesem Sinne. Nein, alle konnten wählen, bis auf die paar ohne Stimmzettel. Aber man muss ja auch nicht immer alles aufschreiben. Man kann ja auch mal den Wahlhelfern ins Ohr flüstern, was man... Ich meine, bei den meisten Wählerinnen und Wählern sieht man bereits an den Klamotten, was die ungefähr wählen. Also das ist doch... Weiß doch jeder, die Wahl lief so chaotisch. Irgendwann war dann auch alles egal. Dass am Ende Ergebnisse teilweise eher geschätzt statt gezählt wurden, macht dann auch fast nichts mehr. Ergebnisse wurden geschätzt. Also, wenn in Berlin gewählt wird, dann klingt das abends im Wahlstudio folgendermaßen. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, die Giffey könnte die Wahl mehr oder weniger gewonnen haben. Ist aber auch nur so ein Gefühl. Das haben wir uns jetzt ausgedacht. Aber aufgepasst. Der folgende Clip, der ist echt. In 99 Wahlbezirken gab es auffällig viele ungültige Stimmen, bis zu 70%. Und in einigen Fällen gab es tatsächlich mehr Stimmen als Wahlberechtigte. Wahlbeteiligung 159%. Das hat viele gefreut. Die haben gedacht, die DDR ist zurück. Hurra! Das Landesverfassungsgericht hat am Ende von 20.000 bis 30.000 Wahlfehlern bei dieser Berlin-Wahl gesprochen. Die Wahl muss nun binnen 90 Tagen wiederholt werden. Und ich frage mich natürlich, ob sie es jetzt in Berlin wirklich schaffen, in dieser kurzen Zeit auch noch einen Marathon auf die Beine zu stellen. Was die Wahl angeht, sind sie diesmal durchaus optimistisch. Der Landeswahlleiter, der neue, seine Vorgängerin ist zurückgetreten, der ist sich dieser Mammutaufgabe bewusst. Ich habe mit ihm gestern gesprochen und er sagte, wir kriegen das hin. Wir haben schon begonnen mit den Vorbereitungen. Wir haben zum Beispiel schon sehr viel Papier bestellt. Ich habe ein gutes Gefühl. Also, Papier kann man ja nie genug haben. Und, ich meine, sie haben schon begonnen mit den Vorbereitungen. Haben sie schon begonnen. Also, das sind wirklich Kerzen, die von beiden Seiten brennen. Da in Oliver Kalkofe lebt in diesem Moloch, hier seine sehr persönliche Laudatio auf unsere verpeilte Hauptstadt. Berlin, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin. Ja, das weiß ich ganz genau aus der Bierwerbung, das muss also stimmen. Ach, ich liebe dir, Berlin. Ach so, du kennst mich ja gar nicht. Dabei wohne ich in dir, ja,
und wir hätten uns auch schon lange kennenlernen können. Aber dein Bürgeramt sagt leider, dass du frühestens im Mai 2025 Zeit für mich hättest. Na ja, gut, aber hey, Schwamm drüber, hä? So ist das nun mal mit den Coolen. Die haben nicht immer Zeit für einen kleinen Spießer wie mich. Dazu sind sie viel zu lässig und entspannt. Hä? Ja, Berlin, du bist wie dieser eine abgerockte Mitschüler oder Kommilitone, den wir alle von damals kennen. Der schluffige Typ ohne Schuhe mit Kippe, immer pleite und komplett benebelt. Hä? Ja, ja, die meisten haben über ihn gelacht, aber am Ende hat er alle Weiber gekriegt. Ja, ja, weil er so süß verpeilt und anti Establishment war. Ne? Okay, heute ist er schon lange tot, aber eine gewisse Zeit lang hat es funktioniert. Ja, so wie bei dir, Berlin. Du warst auch immer ein bisschen verzottelt und seltsam, aber gerade deshalb irgendwie attraktiv. Ja? Der Rainer Langhans unter den Bundesländern. Ja? Heute allerdings bist du eher die peinliche alte Tante, die in der verwahrlosten Schimmelbutze immer noch besoffen singt, den Ententanz macht, ja? Ohne zu merken, dass die Party schon lange vorbei ist und sich deine Kinder nur noch für dich schämen. Du bist wie Madonna ohne Kohle, ja? Und so traurig das klingt, strukturell gesehen, bist du inzwischen fast schon dysfunktionaler als Kiew. Aber ganz ohne Raketenhagel, ja? Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles etwas gemein, ne? Aber traurigerweise ist es nichts als die Wahrheit. Heillose Ämterüberlastung, Verkehrschaos auf Schienen und Straßen, verrottende Schulgebäude, Lehrerflucht, Wohnungsmangel, Obdachlosigkeit, der BER. Und jetzt habt ihr sogar noch die eigene Wahl verkackt. Mann, in anderen Ländern, da haut man sich die Köpfe ein, um überhaupt wählen zu dürfen. Und ihr schmeißt sie weg aus eigener Doofheit. Die ganze Welt lacht über dich. Okay, durchatmen. Vielleicht haben wir ja auch alle einfach selber Schuld, weil wir deine komplette Unfähigkeit nie richtig ernst genommen und nur darüber geschmunzelt haben. Wir haben dir einfach die falschen Signale gesendet, dir immer verziehen und dich total verwahrlosen lassen. Ja, wir müssen uns entschuldigen, weil wir dir nie ehrlich gesagt haben, wie hauchdünn diese Grenze ist zwischen arm aber sexy und dumm fickt gut. Ja, ja. Wir hätten dir, so wie verantwortungsbewusste, liebende Eltern es tun, einfach viel früher schon mal mit Schmackes in den Arsch treten sollen. Bildlich gesprochen, ne? Aber gut, jetzt ist wahrscheinlich eh alles zu spät, um dich zu ändern, hä? Nehmen wir dich also einfach weiter so, wie du bist, hä? Kleiner Lümmel, dicke Hose, Taschen leer und Gummilose. Dit ist Berlin, hä? Hier hast 1 Euro, aber versaufen nicht gleich wieder, alles klar? Ha. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie heute noch den Extra 3-Kanal. Und hier geht es gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.